ich sollte das schon noch rasch sagen, wegen der Garderobe. Ich habe so mir Mühe gegeben und habe alles noch einmal in die Urne geklopft. Es ist einzig bei gewissen Mänteln, die zu lang waren. Dann habe ich einfach den Anhänger abgeschnitten und die liegen jetzt alle im Heizungsraum hinten. Dann tun Sie kontrollieren, bei gewissen Mänteln ist beim Umhängen das Futter rausgerissen. Tun Sie das gerade kontrollieren, bevor Sie nur mit dem Futter heilaufen. Dann muss irgendwie eine Frau muss noch nicht gemerkt haben, dass sie statt dem Mantel hier den Schüpp abgegeben hat. Tun Sie das gerade nachschauen. Und falls Sie es gemerkt haben, bleiben Sie ruhig sitzen, bis alle Leute draußen sind. Dann können Sie nachher den Schüpp bei mir sofort auf meinem Büro morgen am Morgen abholen. Ich muss leider noch sagen, es ist bei gewissen Mänteln, beim Umhängen, ist Geld rausgefallen. Merci vielmals. Evi Steinberger, herzlichen Dank. Es ist grossartig, dass er zu uns ist. Und ich bitte ihn, noch schnell Platz zu nehmen. Bitte schön. Ja, es ist eine grossartige Karriere. Ich muss vielleicht sagen, als ich den Emil Steinberger das erste Mal gesehen habe, ich war im Zirkus Knie, so ein kleiner Stöpsel, ich glaube, erste Klasse, 77 Tournee. Und er hat eine Nummer gemacht als Tier. Dompteur. Ja. Und ich glaube, kurz nach der Pause war, dass ich Gitter schon gestellt war. Und er hat dann so Kinder. Und wir haben dann für Bananen und Orangen Kunststücke gemacht. Man muss mich noch gut besinnen. Ja. Mögen wir noch mal besinnen? Ja, Vater musste umlaufen als Elefant, oder? Und der Sohn musste darauf aufgumpen. Und dann hat er zu fressen bekommen, der Vater. Eine Banane und eine Blumenköhl und so weiter. Ja, das stimmt. Das hast du gesehen. Ja, ich bin live dabei gewesen. Live dabei gewesen. Das ist die erste. Aber nicht in der Manege. Mal in der Manege. Ich bin eins von diesen Kindern gewesen. Nein! Mal. Schön! Das freut mich. Das freut mich auch. Musst du noch Gage haben, sicher. Ja, genau. Von diesen zwei Fränkchen, aus der Jacke geht. Also, den Emil, den kennt man natürlich. Ich weiß nicht, wie es euch drei gegangen ist. Also, ich war auch ein Kind bei seiner Vorstellung, aber ich war ein Gymnasium-Schüler. Emil ist zu Winterthur am Gymnasium auftreten, wo noch niemand gewusst hat, wer der Emil ist. Es ist einfach geheißen, da kommt irgendein Lustiger, da müssen wir mal schauen. Emil. Und da sind wir geschaut. Und tatsächlich. Es war ein riesen Erfolg. Also, du magst dich wahrscheinlich gar nicht mehr erinnern. Das sind aber ich immer mich so komische Geschichten, die ich so höre. Muss ich ehrlich sagen. Ich habe es erlebt. Ja, ist gut. Ist schön gewesen. Gut, ja. Ja, alle haben irgendwann schon angefangen. Aber wenn man natürlich den Namen Emil Steinberger sagt, dann tut das bei ganz vielen Leuten natürlich ganz viele Türchen auf. Und wir haben etwas speziell vorbereitet. Unsere Hitbox, das sind unsere Gespändli, Moderationskollegen und auch andere. Dann haben wir einfach mal gesagt, Emil Steinberger. Ein schönes Bild haben wir gezeigt und gesagt, was kommt euch denn zu diesem grossen Namen in Sinn? Und das sind die Antworten. Im Januar, ist alles stief und starr. Der Emil, Godfather of all the Swiss comedians. Für mich ist ja nur der Klang von seiner Stimme ist für mich so total Kindheitserinnerung. Ist auch eine von den ersten Platten, die wir daheim gehört haben. Ich habe alles auf und am Abend geschaut, von ihm, von Zirkus bis alles. Feierabend, alles habe ich gehabt. Dann muss ich noch 5 Schachtel Karamell Mu haben. Ja, die, die an den Zähnen kleben, ja. Also der Emil muss ein unglaublich glücklicher Mensch sein, weil ich glaube, in jedem Interview, wo irgendein Kabarettist gefragt wird, wer ihn prägt hat, wen er gern hat, fällt immer der Name Emil. Emil hat in mir die Liebe zur Schweiz entdecken lassen, weil ich habe irgendwie das Schweizerdeutsch oder dieses Schweizerdeutsch zum ersten Mal gehört auf Schallplatten vom Emil. Wahnsinnig, was der Emil auch außerhalb vom Land irgendwie für die Schweiz gemacht hat. Also in Deutschland zum Beispiel ist die Schweiz einfach gleich Emil. Ja, also man muss dazu sagen, dass die Platten, die wir hatten von Emil, das war das eingedeutschte Schweizerdeutsch. Also bei euch war es ja mehr so, ja, kannst du anrufen, ist rüber, was ist hier, was ist wach, kannst du rüber, kannst du machen hier, hä? Kann ich euch nicht, was können wir nicht? Und bei uns war es mehr so, ja, ich glaube, wir könnten hier gehen, oder?
Und wir haben alle geglaubt, wir Deutschen, das ist Schweizerdeutsch. Sehr. Fahren mit Hut ist immer gut. Da musst du an Stände gehen und herspringen. Für mich ist es irgendwie eine andere Qualität von Humor gewesen, als all die anderen gemacht haben damals. Er ist ein großer Geschichtenerzähler und ein Menschendarsteller. Die kleinen Details von Menschen, die kleinen Fehler und die kleinen Unzulänglichkeiten. Und das ist ganz, ganz toll. Und er macht sie nie lächerlich. Und das ist, ja, große Gabe. Die erste Klasse, die per Luftpost kommt. Also eins muss gesagt sein, von all diesen lustigen Touren und möchte gerne Komiker, ist der Emil für mich der Jimi Hendrix von den Funny People. Simply the best.